Waffe in der Waffenkammer besorgen. Die See ist abgenutzt. Morgen, Pilger. Also zumindest sagt er nur morgen. Leute werden uns Blumen streuen und Kinder tapfere nicht, nicht spielen. Immer halt guten Morgen oder wunderschöne guten Morgen. Ich hab nichts falsch gemacht. Ich habe mich über die Feuchtigkeit beschwert. Und die Tiefheit ist der Messer, der Typ ist ein Arschloch. Und ich habe tatsächlich die ganze Schuld zugeschoben. Das ist ja wohl die Höhe. Alles erledigt? Bitte, alles repariert. Psst. Leise. Manchmal haben die Wände Ohren. Weißt du, was das ist, Aiden? Sieht aus wie Kugeln, Schrot. Dios que triste. Das sind Eier, Aiden. Na, du hast aber kleine Hühner. Fischeier. Beluga, um genau zu sein. Aus dem Kaspischen Meer. Gilt weltweit als einzig echter Kaviar. Schmilzt geradezu auf der Zunge. Der Geschmack der Wellen eines schwarzen, tiefen, fernen Meeres. Die Welt ist voller herrlicher Dinge, wunderbarer Gefühle, schöner Männer und schöner Frauen. Das humorlose Fußvolk kapiert das nicht. Sie töten für die Zukunft und vergessen die Gegenwart. Sie? Die Major Metz dieser Welt. Setz dich her. Ich habe mich um die UV-Lampen gekümmert. Hat Matt dir erzählt, was er mit Lampen an einem Ort ohne Elektrizität will? Und wie er sein Himmelfahrtskommando durchziehen will? Dachte ich es doch. Kontaktiere ihn. Sag ihm, dass die Lampen ins Fernsehstudio gebracht werden. Matt, die Lampen sind bereit und warten auf Sie. Okay, Aiden. Gut gemacht. Ich hoffe, Juan ist Ihnen nicht auf die Nerven gegangen. Hier kommen wir unseren Strom ins Fernsehstudio. Juan sagt, es gibt keinen Strom im Fernsehstudio. Was nützen uns die Lampen, wenn wir sie gar nicht einschalten können? Na, Juan redet nur Mist. Machen Sie sich darüber keine Sorgen. Auf dicke Hose, aber ich komme mit ihm klar. Juan macht auf dicke Hose, aber ich komme mit ihm klar. Sehr gut. Tollwütige Hunde sollte man meiden. Und wenn sie beißen wollen, verpasst man ihnen den Gnadenstoß. Aiden, wir müssen uns unterhalten. Darüber, wie wir die verdammte Antenne einnehmen. Warten Sie auf mein Zeichen. Alles klar. Jack gibt gerne Befehle, wie du siehst. Bleib am Funkgerät. Du wirst bald über das Treffen informiert. Tollwütige Hunde. Der ist gut. Okay, Update. Medikit. Stufenaufstieg. Interessant aus. So. Mann, ich hasse meinen Job. Patrouille, wie ist die Lage? Du hast deinen Job. Wir hassen uns alle unser Job. Nicht nur du. Um unser Ziel zu erreichen, müssen wir demütig. So. Da sind ja wieder zwei Missionen. Ahuga. Auch wieder eine gute Waffe. Hat auch wieder Banditenlager. Oh, da habe ich schon eine Anomalie gemacht. So, dann habe ich die gemacht. Ups.
Ja, theoretisch kann ich da hochgehen. Das ist alles 2 bis 4. Bin jetzt aktuell auf Stufe 5. Disziplinier schon gehorsam sein. Hab ich recht? Warten Sie auf Metz-Forderung. Ich bin beeindruckt, dass sich der Arzt zu so einer Zeit an eine Heilerin wendet. Aber das Einzige, was mir persönlich interessiert, wann kommt Cosplay-Funktion? Wann die das einfügen wollen? Wenn es halt bis 2027 mehr mit uns reden. Dieser Streit ist albern. Wir alle wollen pushen wollen, dann sollen die halt, sag ich mal, so schnell wie möglich das machen. Warten Sie auf Metz-Vorladung. Dass der Strom wieder läuft, wird den Verlauf des Energie, ja, fehlen mir noch 20 Punkte. Ernährte Familie, das auch wieder. Oh, Windrad. Sag ich mal. Auch eine Schnellreise, Hauptbahnhof. Weges verändern. Ich hörte, die PK-Ingenieure arbeiten an der Alarmanlage. Ja. Und jetzt? Soll ich jetzt warten oder wie? Oder wie lange soll ich denn warten? Ich habe sogar überlegt, hier eine Nachwuchsliga aufzumachen. Dann hätten die Kinder auch was zu tun. Und wie hat man die Kraft dazu, nachdem man den ganzen Tag... Den Boden könnten da los, doch! Wenn es diesen Boden nicht gäbe, legen sie schon längst unter der Erde! Was ist los, Private? Soll ich für sie singen, um sie zu motivieren? Nein, Sergeant Major. Warum? Mögen sie es nicht, wenn ich singe? Doch, ich mag es, Sergeant Major. Wollen Sie etwa einen Antrag machen, Private? Nein, Sergeant Major. Besser ist es. Sehen Sie sich nur mal um. Als Frost können Sie etwas sehen. Alle Soldaten. Drill und Dienst an Brot und Bett. Drill und Dienst an Brot und Bett. Davon werden wir nicht fett. Davon werden wir nicht fett. Frau Sergeant, die lässt uns nicht ruhen. Großartin, die lässt uns nicht ruhen. Was sie will, müssen wir tun. Was sie will, müssen wir tun. Wie war das, Lieutenant? Gut, gut. Aber wahrscheinlich war ihre Stimme noch am anderen Ende des Schiffes zu hören. Weitermachen? Jawohl, Ma'am. 1, 2, 1, 2. Schön interessant. Her. Oh, ne Bogen. Es sind schon gute Bogen dabei. Oder Waffen mal nicht. Das Skipper. Ja, da war ich noch nicht oben. Die ganzen Betten. Das ist mein Bett. Bewegung! Bewegung!
132. Ja, stimmt, habe ich das hier. Stimmt. Stimmt, stimmt, stimmt. Also wieder zum Fischauge, wenn ich richtig jetzt gelesen gehört habe. Treffen Sie Jack und Juan am Fischauge. Yep. Habe ich doch richtig gelesen. Dunkelheit und viele Zombies. Explosion wollte ich mal sehen. Die Traum verbirgt. Töten Sie innerhalb der Zeit so viel Infizierte, wie Sie können. Okay. Das mache ich dann irgendwann mal. Es glaubt oder nicht, aber ich war Polizist, bevor uns die Seuche erwischt hat. Komm schon, erzähl mehr. Ist sie noch zusammen mit diesem... Das ist eine schicke Waffe, die ich soll da einen der Jungs schicken. Okay, wer wird das nicht vor? Du bist Aiden? Die warten auf dich. Komm schon, das Treffen ist im VIP-Raum. Die Stimmung ist freundlich. Wie ein beschissenes Weihnachten bei meiner Familie. Was glaubst du, wer du bist, du verfickter Lügner?
Beruhigen Sie sich, Jack, bevor Ihnen eine Ader platzt. Der Plan ist absolute Scheiße! Mach das besser! Wie wär's hiermit? Mach nichts. Ist auf jeden Fall einfacher. Kommandant, sollte der Scheißer nicht längst vor einem Erschießungskommando? Oh, die Hunde fangen an zu bellen. Ich sollte wohl besser brav sein. Ja, holla, Kumpels. Ich soll hier bei einem Plan mithelfen? Aiden, das sind die Pläne der VNC-Türme. Sobald der Sturm wieder läuft, können wir die Kommunikation wiederherstellen. Die Leute in der ganzen Stadt erfahren dann von unserer Mission. Da können sie sich uns anschließen und helfen. Sie wollen also Propaganda verbreiten? Zur Verteidigung gegen die Abtrünnigen ist jedes Mittel recht. Wenn der Schlechter unsere Stärke sieht, zieht er sich zurück. Wir verhindern Krieg. Aber vorher müssen wir uns noch um ein paar Sachen kümmern. Sehen Sie das Gebäude? Das ist ein Umspannwerk, das speist den ganzen Stadtteil. Wenn wir das zum Laufen kriegen, können wir damit den VNC-Turm betreiben. Unsere Einheit ist schon auf dem Weg. Schritt 1. Umgebung des TV-Studios sicher. Das übernehmen meine Männer. Ich ziehe los. Alles klar, Ro. Viel Glück. Wir werden Sie nicht enttäuschen. Ja, wir tun unser Bestes. Wer hat dich gefragt, Wierzbowski? Los, Arsch in Bewegung, die warten. Wenn Sie das nächste Mal von meinen Soldaten so mit mir reden, nehme ich mein Messer und schneide Ihnen den Schwanz ab! Oje, stell dir all die trauernden Mandeln Klappe. Vor. Können wir einfach zum Plan zurückkommen? Danke. Nachdem Jacks Hündchen den Eingang gesichert haben, bringen meine Männer die Lampen und wir richten einen Außenposten ein. Und dann, wenn alles glatt geht? Und das wird es natürlich. Schließlich hat der Oberbefehlshaber höchstpersönlich sich den Plan ausgedacht. Ich warne dich. Du schmeißt die Aufzüge an und fährst ganz nach oben. Wenn du aufs Dach kommst, bringst du den Transmitter an der Antenne an. Kapiert? Das hört sich ziemlich sehr gefährlich an. Na, viele behaupten, der Ort sei gefährlich. Was du nicht sagst. Gefährlich? Oh, in dieser Stadt ist es nicht gefährlich. Unsere besten Männer sind hier dabei. Sie arbeiten mit Roe zusammen. Er kann eine echte Nervensäge sein. Aber er ist vollkommen verletzt. Und ich bin jederzeit erreichbar. Alles wird schon. Das ganze Gebäude wird von dem Umspannwerk gespeist. Rose Männer sichern die Umgebung mit Lampen. Kapiert. Siehst du, Juan? So befolgt man Befehle. Oder rennt in den Tod. Aber mein Kopf ist hier nicht in der Schusslinie. Wir sehen uns im TV-Studio. Auf diesen Tag warten wir alle seit langem. Ja, toller Tag zum Sterben. Ich höre, sie trifft sich mit einem Peacekeeper. Aiden, hab gehört, Jack und Juan versuchen dir gequirlte Scheiße einzureden. Hast du gehört, dass die Pikachu... Wir treffen uns vor der Kantine. Erzähl mir, ist sie noch zusammen mit diesem... Vor der Kantine. Oh ja, sag mal, ist Ovidio noch erkältet? Draußen oder wie? Sei vorsichtig. Ihre Freunde haben gewöhnlich kurze Lebenserwartung. Hallo. Nochmal von vorne. Tatsächlich. Du kannst dir bestimmt. Oh Mann, dann hätte ich auch hier rechts abbiegen können. Ihr seht nicht wohl. Oh Mann. Senior Antonio. Ah, unten. Ihr seht nicht wohl, Senior Antonio. Ihr macht euch mit der. Da waren. Du machst wohl eine Pause zwischen den ganzen Mordanschlägen, um mich zu treffen. Ich versuche nur, Ärger aus dem Weg zu gehen. Was wollten diese Kriegstreiber? Sie wollen, dass ich auf den VNC-Turm klettere. Was? Diese Schweine. Weißt du, was der Turm ist? Das höchste Gebäude der ganzen verdammten Stadt. Aber ich schaff's. Ich hasse diese Wichser. Roe, Meyer? Die sind in Ordnung. Aber Jack und Juan, die werden dir unweigerlich irgendwann in den Rücken fallen. Was meinst du damit? Wo brennst denn? Ach, nichts. Nur, hier hat Frank all seine Nightrunner verloren und sein Bein. Jack und Juan werfen dich den infizierten Wölfen vor, weil sie ihre eigenen Ziele verfolgen. Du bist für die nur ein Werkzeug. Diese Vollpfosten. Ich bin nicht allein. Na schon gut, die Picards begleiten mich, meinte Jack. Hat Jack zufällig auch die Bestien erwähnt, die da hausen? Ich weiß, dass es gefährlich ist, Luan. Ich muss das tun. Man sagt, dort gibt es Dinge, die noch nie jemand gesehen hat. Oder ihr gesehen und danach davon erzählen konnte. Du klingst ängstlich. Na klar habe ich Angst, Aiden.
Oh, wusste gar nicht, dass du dich sorgst. Fick dich. Hör zu. Vor ein paar Jahren versuchte Frank das Gleiche, was Jack jetzt machen will. Und das endete in einer Tragödie. Du glaubst mir nicht? Frag ihn selbst. Hayden, der Eingang des Fernsehsenders ist gesichert. Wir warten nur noch auf dich, faulen Sack. Hayden, bist du da? Sprich mit Frank, Hayden. Bitte, tu das nicht. Hayden, komm. Ich spreche mit... Gut, ich spreche mit Frank. Danke, Aiden. Du tust das Richtige. Ro, ich komme hin, so schnell ich kann. Ist was dazwischen gekommen? Beeil dich, Aiden. Wir warten alle auf dich. Frage ich sie, Frank, nach dem... Okay, das ist ja bloß ein Optional. Aber das mache ich trotzdem. Frage ich ihn mal. Na. Frank? Lebst du noch, Mann? Ravik? Du sollst mich doch in Ruhe lassen. Ich bin's, Hayden. Ja? Ach, du bist es. Was willst du? Erzähl mir vom VNC-Turm. Das war so knapp damals, Hayden. So knapp. Und egal, was die anderen sagen. Ich hatte einen guten Plan. Einen soliden Plan. Aber es war ein Blutbad, Hayden. Ein Blutbad. Erzähl mir mehr. Frank? Wie komme ich aufs Dach? Wir gingen da rein, nur wenige Mann. Dreckskerle. Hätten sie nur Vertrauen gehabt und wären bei mir geblieben. Aber einer hat den Glauben verloren. Und die anderen ins Verderben geführt. Wer war das? Ein Judas. Jawohl. Wäre Rav nicht gewesen. Was vorbei ist, ist vorbei. Heißt es. Auf jeden Fall. War es das Ende der Night Runner. Wie komme ich aufs Dach? Gut, aber... Wie komme ich nach oben aufs Dach? Das geht nicht. Niemand kann das. Jetzt fick dich. Okay, dann gehe ich lieber. Ich hörte die Abtrünnigen haben. Ob man es glaubt oder nicht. Aber ich so, jetzt ab zum VNC-Turm. Schon unterwegs. Okay. Militärdingsabumster. Thank you.
Das ist ein Nightrunner Versteck hier. Oh yeah. Aber den habe ich schon, glaube ich, freigeschaltet, oder? Ja, den habe ich schon freigeschaltet. Wird ausgetauscht. Okay, wie viel sind's? Da hinten sind drei. Einer. Auch einer. Wimmelt nur so von abtrünnigen Row, aber mit denen komme ich klar. Da kann ich ordentlich Münzen sammeln hier. Kann ich glauben, was ich da sehe. Also der Ball schwebt. Auch was Neues. Die Abtrünnigen habe ich erledigt. Gut gemacht, Aiden. Jetzt schalte das Umspannwerk ein. Schnell. Multifunktionsgeneratoren. Verbinden Sie die richtige Stromgenerator miteinander. Um den Strom wieder einzuschalten, finden Sie einen Generator mit einer grünen Leuchte und notieren Sie das Nummer, zum Beispiel 1. Ingerieren Sie mit dem Generator und beginnen Sie mit Viereck das Kabel zu ziehen. Objekte, die mit Multifunktionsgeneratoren betrieben werden, können Sie mit einem der Nummer oder Symbol markiert, die Sie auf funktionierenden Generator finden. Okay. Um einen Stromwerk zu aktivieren, verbinden Sie alle mit Nummern markierten Generatoren miteinander. Mit Symbolen markierten Generatoren betreiben andere Systeme im Werk. Okay. Upp. So.
Stirb. Okay. Warte mal, das ist auch A und B. Kann ich das Kabel abnehmen? Kann ich trotzdem den anschließen, weil es auch das B ist. Okay. Das heißt, das Ding ist auch jetzt frei. Das A und das B. Brennstoffbehälter in der Nähe. Okay, Hemmstoff ist auch schon da. Irgendwo in der Nähe. Okay, das ist die zweite unten. Das ist bloß nur der Empfänger. Ist von innen verschlossen. Das heißt, es ist wahrscheinlich oben, dass ich runtergehen kann. Da habe ich auch gerade irgendwo gesehen. Und das ist wahrscheinlich auch von innen verschlossen, wenn er drauf steht. Ja, von innen. Okay, da ist der Hemmstoff. Okay, das ist die 2. Ah, das wird alles eine lange Zeit bringen. Hey, ich will nicht hetzen, aber beweg deinen blöden Arsch und schalt das Umspannwerk ein. Wir warten. Bin dran. Gern geschehen. Jetzt Kopf. Okay, den habe ich offen. Die 1 und warte mal, da ist auch C. Was ist das? Plus die 2. Warte mal, hier kommt. Okay, das war die. Ja, aber es ist auch ein Stockwerk tiefer. Keine Kraft. Das ist die 2. Hemmstoffbehälter. Ja, ja, Hemmstoff, Hemmstoff. Trotzdem muss ich. Und das ist C. Ja.
Jetzt ist das hier alles Saft. Dann fangen wir zum Hemmstoff. Öffnen. Oh Gott. Jetzt brauche ich nur die Nummer. Hat er wahrscheinlich die Notiz wahrscheinlich da drin. Jetzt tippen. Turn me on. Graffiti. Die zwei. Okay, jetzt die zwei ist die Rolle.